steckt, durchsteigt die Eigernordwand in Rekordzeit. 2 Stunden und 47 Minuten. Die Kamera führte der bekannte Fotograf und Alpinist Ruby Bösch. Gut, Ruby, hast du noch irgendetwas, wo mir noch fehlt oder wo noch gut wäre oder wo man noch haben sollte? Ja, ja. Nicht ganz das auf das Dreieck gut steht dort. Gottverdammt, vielleicht kannst du ihn heben. So ein Hit, du hast doch ein bisschen... Heute ist ziemlich viel Verlust. Steig also! Ich war auch sehr erfahren als Fotograf und er war ein außergewöhnlicher Alpinist. Diese Kombination hat einfach sehr gut funktioniert. Halt noch ein bisschen Ruhe. Das war ein großes, man kann schon sagen, alpines und Medienereignis, wo er selber gemerkt hat, das lässt sich saugut verkaufen. Und er hat versucht, davon zu leben, gut zu leben. Und das war schon der Uli. Herzlich willkommen, Uli Steck. Verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich Sie das frage, aber sind Sie wahnsinnig? Das wurde ich schon viele Mal gefragt. Uli Steck, normalerweise laufen wir ja mal zu unseren Sesseln, aber bei Ihnen haben wir gedacht, Sie sind sich ja gewöhnt, klettern. Das hat er mit dieser selben Konsequenz gemacht, fast wie beim Bergsteigen. Quand j'étais jeune, je jouais au hockey sur glace. Et moi, j'étais toujours un sportif. Im Alpinismus eine schwierige Route einem Laien zu erklären, das geht fast nicht. Aber die Zeiten, die begreift jeder. Das hat der Uri auch ausgenutzt. Also lieber 10 Jahre lang wie ein Wieseli durchauf als 100 Jahre lang hier sitzen. Und dann war es für ihn naheliegend, gewissermaßen, ich probiere es der Matterhorn und Grand Jura.